Kennst du das? Du möchtest gerne ein bisschen aktiver sein, ein bisschen mehr Power in den Alltag reinbringen, aber dann gibt es diese typischen Anfangsschwierigkeiten, die ersten Schritte in Richtung Bewegung, oder du kennst es vielleicht, in der Vergangenheit hat das alles schon einmal super funktioniert. Du hast schon einmal einen gesünderen Lebensstil gehabt, mehr Bewegung, Ernährung, aber irgendwann hat das aufgehört, irgendein Erlebnis hat dazu geführt, dass das irgendwie verebbt. Und dann geht es wieder ins Anfangen. Du möchtest wieder dorthin, wo du schon einmal warst. Genau das schauen wir uns heute an. Ich habe fünf konkrete Punkte mitgebracht, wie man es von null, wie ich sie genannt habe, auf aktiv schafft. Das heißt, typische Anfangshürden und wie man die relativ einfach in den Griff bekommen kann. Denn man sagt immer, aller Anfang ist schwer, aber ich bin der Meinung, wenn man es richtig angeht, dann ist es nicht allzu schwer. Man kann sich da einfach das Leben ein bisschen einfacher machen. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rock TV. Willst du werden gescheit und schlau, schaust du regelmäßig Rock TV. Es gibt insgesamt zwei Rock TV Folgen pro Woche, jeden Mittwoch und jeden Sonntag um 17 Uhr auf dem Rocksports YouTube Kanal bzw. am Rockcast. Das ist unsere Podcast Plattform, verfügbar auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, auf allen großen Podcast-Plattformen. Und da wirst du regelmäßig mit feinsten Informationen versorgt. Mein Name ist Chris The Rock, ich bin Gründer und Inhaber von RockSports und ich liebe es, meine Begeisterung für Sport, für Bewegung, für Gesundheit, für die Potenzialnutzung sowohl mindset-technisch als auch körperlich weiterzugeben. Genau das tue ich im Rock TV bzw. in allen anderen sozialen Medien, wo wir unterwegs sind. Wir entwickeln und produzieren die feinste Sportnahrung in Bioqualität. Das heißt, alles, was eiweißreiche Bio-Lebensmittel betrifft, das findest du bei uns. Du findest bei Rock Kitchen, einer zweiten Marke von uns, feinste Bio-Gewürze. Du findest im Rock Academy Verlag so feine Bücher wie das hier. Und all diese Punkte, die es bei RockSports zu sehen gibt, schau einfach vorbei bei rock-sports.at. All diese Produkte gehen im Grunde in einer Mission auf. Meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Das heißt, die Inhalte, die ich hier transportiere, die sollen dazu dienen, dass sie dir weiterhelfen. Und wenn es der Fall ist, dann lass uns jetzt einen Kommentar da, lass uns ein Like da, abonniere den Kanal, dann versäumst du nämlich keines mehr dieser feinen Videos. Ja, und dann schlage ich vor, starten wir irgendwie ins Thema rein. Vielleicht noch vorab eine Anmerkung. All diese Tipps, die du bei uns findest, all diese Hinweise, all diese, ja, Learnings, wie auch immer man es bezeichnet, das sind Dinge aus der Praxis. Das sind keine theoretischen Abhandlungen aus irgendeinen Büchern abgeschrieben, sondern das sind Dinge, die ich entweder selbst schon erlebt habe, durchgemacht habe oder die ich mit unserem feinen Rockprinzip Kundinnen und Kunden durcherlebt habe, wo wir gemerkt haben, boah, da gibt es ein paar neue Abkürzungen und Anführungszeichen, die besser funktionieren als vielleicht der Standardweg. Das Rockprinzip übrigens ist ein Mentoring-Programm, das ich anbiete. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Ich schlage vor, wir gehen jetzt direkt rein ins Thema. Wie gesagt, fünf konkrete Hinweise, wie du es schaffst von null auf aktiv. Völlig egal, ob du jetzt als Novize in das Thema reinkommst, das heißt zum ersten Mal wirklich Sport betreibst, wo du merkst, boah, irgendwie alles tut schon ein bisschen weh und bin vielleicht auch nicht mit einer Figur so 100% zufrieden. Oder wenn du jemand bist und da gibt es auch viele Menschen, die sagen, ich war in der Vergangenheit schon einmal fit, ich war schon einmal in so einer Routine drin, da passiert irgendwas im Alltag und plötzlich wird man aus dieser Routine rausgeworfen und dann ist es oftmals gar nicht mehr so leicht, wieder zurückzufinden. Egal an welcher Stelle du dich befindest, diese Tipps kannst du überall anwenden. Das ist ziemlich cool, eben nicht nur für den Sportbereich, Ernährungsbereich generell. Und das ist für mich auf vielen Bereichen spannend, weil wenn du das alles auf die Metaebene runterbrichst, sind viele Mechanismen die gleichen. Die kannst du für unterschiedliche Lebensbereiche anwenden. Übrigens, wenn dich das Thema interessiert, du findest all das, was das Thema Mindset, Routinen und Co. betrifft, in meinem neuen Buch Eine Anleitung fürs Leben. 78 Lektionen, Erkenntnisse und Denkanstöße, die dein Leben zum Wunschkonzert machen. Also wenn du an persönlicher Weiterentwicklung interessiert bist und kein theoretisches Blabla, sondern Praxiswissen haben möchtest, kann ich dir dieses Buch empfehlen, findest du im RockSports Online-Shop. Wir gehen jetzt die fünf Tipps durch und vorab noch eine Info. Ich habe auch wieder hier eine eigene Checkliste gemacht. Findest du verlinkt in den Shownotes, kannst du dir kostenlos runterladen. Ein PDF kannst du dir ausdrucken, perfekt irgendwo hinhängen, dass du es jeden Tag siehst. Tipp Nummer 1, das Elefantenprinzip. Wenn du schon einmal in meinem Workshop warst, wenn du bei Rockprinzip schon mit dabei bist, wenn du Kunde von uns bist, wenn du meine Keynotes kennst etc., dann kennst du vielleicht auch schon das Elefantenprinzip. Das besagt, wie esse ich einen Elefanten? Naja, nicht auf einmal, da wäre er zu groß, sondern häppchenweise, in kleinen Stückchen. Das heißt,
als Analogie übersetzt, wenn du ein konkretes Projekt hast, du möchtest von null auf aktiv kommen, du möchtest gerne wieder in eine gesunde, feine Routine reinkommen, dann ist es schwierig, dass ich jetzt von 7 Tage nicht aktiv plötzlich auf 7 Tage aktiv umschalte. Das heißt von keiner aktiven Woche auf eine vollaktive Woche, sondern es macht viel mehr Sinn, das zeigt die Erfahrung, dass der Großteil der Menschen sich deutlich leichter tut, wenn man es in kleinen Schritten macht, häppchenweise. Das heißt, beginn nicht von 0 auf 100, sondern beginn mit einfachen Sachen. Das kann beispielsweise ernährungstechnisch sein, dass du mal einen gesunden und Anführungszeichen Tag pro Woche einlegst, wo du ordentlich frühstückst, wo du vielleicht am Vorabend schon das Frühstück vorbereitest, damit es an dem Tag nicht zu lange dauert, wo du vielleicht Mittag selbst kochst oder dir was Selbstgekochtes mitnimmst und am Abend auch noch einmal mit deinen Liebsten vielleicht im selbstgekochten Rahmen isst. Dann wirst du merken, okay, im Vergleich zu den anderen Tagen ist dieser Montag, dieser gesunde Tag, plötzlich, boah, da geht es mir richtig gut, verdauungstechnisch, energietechnisch geht es mir gut und dann wirst du sehen, hey, machen wir noch einen zweiten Tag, der Montag ist so geil, machen wir einen zweiten Tag. So beginnt es, Schritt für Schritt für Schritt. Wie esse ich einen Elefanten? Häppchenweise. Wenn es um das Thema Bewegung und Training geht, wenn du vorher nichts getan hast, dann ist es natürlich blöd, wenn du dann von nichts auf 7 Tage Sport pro Woche gehst. Auch hier, fang mit kleinen Schritten an, beispielsweise 3x 30 Minuten, die du dir entlang der Woche planst. Beispielsweise Montag, Mittwoch, Freitag, abends, 18 bis 18.30 Uhr, 30 Minuten einplanen. Und egal, ob du da jetzt nur mal zu spazieren beginnst, ob du vielleicht einen kleinen Berglauf machst oder generell, völlig egal, nimm dir 30 Minuten, plane das fix ein und verschieb den Termin nicht, denn du hast den Termin mit der wichtigsten Person in deinem Leben, nämlich genau dir selbst. Zieh das durch und dann wirst du merken, okay, die 30 Minuten, das macht richtig Laune. Mach mal vielleicht einmal eine Stunde draus. Und so kommst du Schritt für Schritt, nämlich häppchenweise in Richtung deines Ziels. Und hier habe ich sehr geschrieben, ist ein schönes Zitat, das du übrigens auch in meinem Buch findest. Auch die längste Reise beginnt mit dem allerersten Schritt. Das heißt, nicht nur reden, sondern machen und beginn einfach mit dem Elefanten das erste kleine Häppchen zu essen. Schritt für Schritt für Schritt. Völlig normal. Und dann wirst du feststellen, ab einer gewissen Dauer ist plötzlich dieser eine Tag schon fix, weil du merkst, boah, das ist schon ganz normal, das ist Routine geworden, ist Gewohnheit geworden. Und dann kannst du dich Stück für Stück weiterhandeln. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Das ist etwas, das ich immer wieder dazu betone. Vergiss nicht die Freude an der Sache. Es macht keinen Sinn, wenn du dich unnötig quälst und überhaupt keinen Sinn in der Sache findest. Wenn du keinen Sinn in der Sache findest und auch keine Freude, die Freude kann zu Beginn durchaus einmal ein bisschen getrübt sein. Das ist völlig normal, weil es einfach eine neue Tätigkeit ist. Aber du wirst merken, ab einer gewissen Zeit nimmt die Freude zu, weil du merkst, boah, es geht dem Körper besser. Geht es dem Körper besser, geht es dir da oben besser. Du merkst, der Körper kann plötzlich besser arbeiten, du hast mehr Energie. Mehr Energie, besseres Gefühl, du trittst ganz anders auf. Das heißt, da sind viele Punkte zwischen den Zeilen, wie du beispielsweise anders auf die anderen Menschen wirkst, weil du einfach selbstbewusster bist, dein Selbstwert steigert. Also auf so vielen Ebenen wirkt das Thema Gesundheit. Das heißt, Freude gehört immer, immer mit dazu. Und ich habe hier dazu geschrieben, was bedeutet es genau Freude? Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit der Selbstkontrolle. Selbstkontrolle machst du primär mit dem da oben, mit dem Verstand, Disziplin. Wenn du sagst, boah, mich interessiert das überhaupt nicht, aber ich ziehe es trotzdem durch. Das funktioniert, das ist gerade für den Anfang ganz, ganz wichtig. Und vor allem auch ich zum Beispiel als Leistungssportler, es gibt halt auch Trainingseinheiten, wo es mich überhaupt nicht interessiert. Da kommt dann die Disziplin und sagt, schau her, dich interessiert es überhaupt nicht, aber die Strahlkraft meines Ziels, das ich erreichen möchte, zum Beispiel nächster Wettkampf, es ist um so viel größer als jetzt diese kleine Überwindung. Da ist Disziplin gut, da kannst du mit dem Verstand arbeiten. Wenn es aber langfristig um Langfristigkeit geht, um langfristige Projekte, Bemühungen etc., wo zum Beispiel auch das Thema Gesundheit dazu gehört. Gesundheit ist ja nicht ein, jetzt bin ich gesund und dann ist alles erledigt, sondern das ist ein Prozess. Ein einziger Salat wird dich noch nicht gesund machen und ein einziges Mal ins Fitnessstudio gehen auch nicht. Das heißt, es ist ein sukzessiver Prozess und den wirst du nur dann durchhalten, wenn du einen Sinn darin siehst und wenn du Freude daran hast. Und das bedeutet, Schritt Nummer 1 ist Verstand, wenn du das nur mit dem Kopf machst, quasi mit dem Kopf durch die Wand. Und das zweite, das ist nicht Selbstkontrolle, sondern Selbstregulation, ist, wenn du auch dein Unterbewusstsein mitnimmst. Und dein Unterbewusstsein nimmst du dann mit, wenn du tatsächlich auch eine intrinsische Motivation zur Zielerreichung hast. Das Ziel, was du erreichst, wo du sagst, boah, ich würde so gern wieder
wenn du zum Beispiel schon einmal fit und Anführungszeichen warst, aber da wieder weggerutscht bist, ich würde unbedingt gern wieder so sein, wie es damals war. Oder ich würde liebend gerne, haben wir viele Kunden, die das sagen, ich würde liebend gerne wieder in diese geile Lieblingsjeans reinpassen. Ich würde gern mit meinen Kids spielen können, ohne dass ich nach an 10 Minuten völlig tot umfalle. Das heißt, es sind diese emotionalen Ziele, die mich quasi hinziehen, diese intrinsische Motivation aktivieren. Das heißt, wenn du langfristig Freude an der Sache haben möchtest, dann brauchst du nicht nur deinen Verstand, sondern eben auch dein Unterbewusstsein, dein Bauchgefühl, das da irgendwie positiv mitschwingt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist das, warum die meisten Menschen diättechnisch nicht so erfolgreich sind, wie sie sich vorstellen, weil sie primär da oben arbeiten, aber ihr Unterbewusstsein nicht mitnehmen. Das ist eine lange Geschichte, aber genau darum kümmern wir uns zum Beispiel im ROC-Prinzip, wo wir neue Routinen etablieren, wo wir uns das genau anschauen. Das heißt, da lernst du, wie du das selbst für dich durchführen kannst. Punkt Nummer 3. Das ist ein Tipp, der sehr, sehr gut funktioniert. Gemeinsam statt einsam. Man sagt jetzt, gemeinsam leiden beim Sport, ja. Sport ist kein Leiden, wie ich es empfinde. Natürlich, wenn man es zum ersten Mal macht, ja. Aber du wirst merken, irgendwann einmal macht es richtig Freude, sich zu fordern. Rede mal mit Sportlern, die das seit Jahren machen. Es ist das geilste Gefühl nach dem Training. Du bist körperlich müde, aber du bist da oben extrem frei. Und das ist dieses Gefühl, wo du merkst, hey, ich habe es wieder durchgezogen. Ich habe wieder Gas gegeben. Ich habe mich wieder ein Stück weiterentwickelt. Diese so positive Eigenspirale hinsichtlich Selbstbewusstsein, Energie und so weiter, ist einfach extrem geil. Und wenn du zu Beginn sagst, hey, beim Losstarten, ja, ich finde immer wieder eine Ausrede, warum ich es nicht mache. Oh, da hinten ist ein kleines Wölkchen. Ich gehe lieber nicht laufen, weil was ist, wenn sich da ein furchtbarer Sturm entwickelt? Ja? Wenn du jemanden suchst, der mit dir das gemeinsam macht, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es eine zweite Person gibt in deinem Umfeld, die das genauso wenig interessiert. Naja, dann tat sich zusammen und habt zumindest gemeinsam Spaß. Und wenn es den einen einmal überhaupt nicht interessiert, der andere ist motiviert, dann könnt ihr sich gemeinsam motivieren, da Gas zu geben. Das heißt, teile das einfach, such dir Fitness-Community, ob das jetzt ein Laufclub ist, ob das jetzt Gruppenkurse im Fitnessstudio sind, ob du dich bei einer CrossFit-Box anmeldest, völlig egal was, such dir einen, unter Anführungszeichen, Leidensgenossen, eine Leidensgenossin. Das macht viel mehr Spaß. Ich bin eine Person, ich trainiere seit Jahren alleine, aber selbst auch ich merke das, wenn ich mit jemandem zweiten, dritten trainiere, vor allem Menschen, die deutlich sportlicher noch einmal weiter sind wie ich, boah, das motiviert mich unglaublich. Gemeinsam statt einsam. Such dir jemanden, mit dem du das gemeinsam tun kannst. Und da hier noch eine Anmerkung, darum habe ich es extra vorhin hergeschrieben. Such dir das richtige Umfeld. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst. So, wenn du dich am häufigsten mit Menschen umgibst, die nicht gesund und Anführungszeichen sein wollen, die wenig Wert auf gute Ernährung, gute Leistungsfähigkeit beim Körper und sonstige Dinge legen, naja, dann wirst du es deutlich schwerer haben, wenn du jetzt plötzlich damit anfangen willst, aktiver zu werden. Das heißt, such dir jemanden, der auch das gleiche oder ähnliches Ziel hat wie du. Dann wird es deutlich leichter fallen, als wenn man gegen quasi einen Zwei-Fronten-Krieg führt. Der eine ist gegen einen selbst, dass man in die Aktivität kommt, und der zweite ist gegen das direkte Umfeld, die sagen, naja, geh, bleib sitzen, mach das genauso gemütlich, wie es wir jetzt machen, und geh nicht laufen. Dann fällt es natürlich viel, viel schwerer. Das heißt, achte auf dein Umfeld, denn das sorgt dafür oder kann dich dabei unterstützen, dass du deutlich schneller zum Ziel hinkommst, wo du möchtest. Oder eben auch nicht. Tipp Nummer 4, und das ist ganz, ganz wichtig, das können wir hier in dieser Kürze der Würze gar nicht so im Detail betrachten. Es geht um Routinen. Etabliere Routinen. Du findest in meinem Buch genau, wie du das für dich machen kannst, für alle Lebensbereiche, was es braucht, um Routinen neu zu etablieren, beziehungsweise bestehende Routinen, die vielleicht negativ sind, abzustellen. Denn es ist unterm Strich erfahrungsgemäß deutlich leichter, neue Routinen zu etablieren, als bestehende, alteingefahrene Routinen abzuändern. Ganz, ganz spannend. Und eine Routine ist im Grunde immer auf drei Bestandteile aufgebaut, beziehungsweise hat drei Prozessschritte, die sie durchläuft. Punkt Nummer 1, es gibt einen Auslöser für eine Routine. Das kann zum Beispiel sein, wenn du morgens nach dem Aufstehen ins Bad gehst und plötzlich die Routine Zähneputzen startet. Das ist im Grunde dein Auslöser morgens in der Früh. Nachdem der Auslöser gestartet wurde, startet auch die Gewohnheit. Das ist eben beispielsweise Zähneputzen. Und dann gibt es die Belohnung im Sinne von, hey, frischer Atem, fühle mich gut. Erledigt. Und somit ist diese Routine, jetzt im konkreten Fall des Zähneputzen, erledigt. Und dieser Grundaufbau, den kannst du für alle Routinen verwenden.
Und wenn du zum Beispiel negative Routinen hast, kannst du anschauen, okay, was ist denn tatsächlich der Auslöser für diese negative Routine? Wenn du jetzt dann diese Routine beseitigen möchtest, naja, dann schau, dass du beispielsweise diesen Auslöser beseitigst, weil dann kommst du gar nicht in die Versuchung, diese negative Routine überhaupt zu starten. So einfach unter Anführungszeichen funktioniert es. Details, wie gesagt, findest du hier in meinem feinen Buch, eine Anleitung fürs Leben. So, Tipp Nummer 5. Und das ist etwas, das mich immer wieder ein bisschen wundert, weil das ist so einfach, aber ich sehe es in der Praxis immer wieder. Vor allem im Fitnessstudio, wenn ich junge Damen und Herren habe, die extrem motiviert sind, die frisch reinstarten und die mich dann fragen, hey Chris, hast du für mich ein paar Tipps, du machst es schon so lange und so weiter, ich möchte auch so viel Kreuzheben und dieses und jenes machen. Dann sage ich verschiedene Punkte und einer davon ist, messe deinen Fortschritt, notiere deinen Fortschritt, damit du weißt, was hast du vor 3 Monaten gemacht und du weißt, ob du das, was du jetzt machst, besser machst im Vergleich oder eben nicht. Das, was du nicht messen kannst, kannst du nicht verbessern. Ob das jetzt deine Pace beim Laufen ist, ob das jetzt dein maximal bewegtes Gewicht beim Kreuzheben ist, was mir zum Beispiel persönlich wichtig ist, ob das irgendeine andere Zeitmessung ist, heißt nicht, dass man es immer nur wegen der Zeit machen möchte, aber es macht einfach richtig Spaß, wenn man sich selbst immer sukzessive weiterentwickelt. Das ist bei uns Menschen immer ganz, ganz tief verankert. So wie in der Natur, das, was nicht weiter wächst, das stirbt. Und bei uns Menschen ist es ähnlich, zwar nicht im wortwörtlichsten Sinne, aber wenn wir jahrelang nichts machen, was uns irgendwie herausfordert, dann wird uns relativ schnell langweilig. Dann stumpfen wir ab und dann nicht nur da, sondern auch körperlich. Und wenn du einfach deinen Fortschritt notierst, ein kleines Beispiel. Ich habe hier mein Trainingsjournal. Da steht im Grunde jede Trainingseinheit drinnen, die ich eigentlich die letzten 15 Jahre, nicht nur jetzt in diesem Journal, da würden die Seiten nicht reichen, aber jede Trainingseinheit wird von mir notiert. Jetzt kann ich zum Beispiel in der Vorbereitung für die bald stattfindende Staatsmeisterschaft hergehen und sagen, okay, wie schaut es denn jetzt in der Vorbereitung aus im Vergleich zur Vorbereitung beim letzten Wettkampf? Und dann kann ich mir anschauen, geil, ich bin überall 10 Kilo, 15 Kilo stärker. Boah, richtig cool. Das gibt dann richtige Power. Wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich das nicht wissen und würde überhaupt keine Relation haben. Bin ich jetzt schlechter, besser? Ich fühle mich zwar gut, aber ist das wirklich besser? Nutze das Niederschreiben. Ob du das jetzt handschriftlich machst, ich bin halt oldschool und Fan von schriftlich, wirklich handschriftlich notieren, oder ob du das Ganze in digitaler Form in einen Google Doc reinschreibst, völlig egal. Wichtig ist, dass du es hast und dass du den Vergleich machen kannst. Denn dann wirst du sehen, hey geil, ich habe das letzte Mal 200 Kilo Knie gebeugt, heute mache ich 210. Das motiviert, dann merkst du wieder, boah, bin stolz auf mich, ich habe das durchgezogen, ich habe mich wieder weiter verbessert. Das heißt nicht, dass jede Trainingseinheit immer eine Verbesserung ist, aber über einen mittel- oder langfristigen Horizont gesehen, wirst du eine Progression, eine Steigerung haben und das motiviert richtig und ungemein. Ja, und das sind im Wesentlichen diese 5 Punkte. Da gibt es natürlich noch viele mehrere, aber mir ist es wichtig, bei RockTV lieber eine kurze, knackige Einheit zu machen, als da stundenlang drüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass dieser Inhalt für dich hilfreich war. Und wenn ja, lass mir einen Kommentar da unten stehen, lass uns ein Like da und lass uns ein Abo da, dann versäumst du da nichts mehr davon. Und was mich interessieren würde, hast du einen konkreten Tipp, zusätzlich zu diesen 5 Tipps, wie du von null auf aktiv gestartet bist? Geil wäre es, wenn du aus deiner persönlichen Erfahrung berichtest und das mit uns hier in der Rock-Prinzip-Gemeinde oder generell in der Rocksports-Gemeinde teilst. Denn das ist mir auch wieder wichtig, dann kann ich wieder vielleicht was dazu lernen. Würde mich sehr, sehr freuen, schreib es unten rein. Und wenn du in Audioform dabei bist, im Rockcast, dann kannst du uns auf eine Podcast-Bewertung hinterlassen, wenn dir dieser Inhalt gefallen hat. Und wenn du wen kennst, wo du sagst, dem wird das vielleicht auch helfen, dann hilf uns weiter und teile diese Folge, hilft der anderen Person weiter. Ja, und übrigens, Checkliste, wie gesagt, findest du unten in den Shownotes verlinkt. Lade sie dir runter, kostenlos als PDF, kannst ausdrucken, kannst am Kühlschrank kleben und regelmäßig vorbeigehen und dir wieder denken, da kann man wieder was machen. Sehr geil. In diesem Sinne, feinste Grüße aus dem Rockoffice und wir sehen uns in der nächsten RockTV-Folge.